Moin Leute, inmitten von X13 haben wir die kompletten Vorräte der Stadt gefunden, oh die Watts gebunkert hat. Wie es jetzt natürlich weitergeht, sehen wir nach meinem kurzen Intro. Sie haben hier Lebensmittel gebunkert, Brennstoff, Wasser. Mann, sieh dir das an. Sie haben hier Vorräte gehortet. Von der ganzen Stadt? Wow. Der GRE wollte wohl, dass ein paar Leute die Seuche überleben. Wie die Arche. Arche? Die Arche Noah aus der Bibel. Nur war dort das Ziel, Tierpaare zu retten. Nicht wie hier, wo es wahrscheinlich bloß so ein paar Ziegenficker vom GRE sind. Für Normalsterbliche scheint das nicht zu sein. Nö, egoistische Ärsche. Und es hat ja auch wohl keiner hier reingeschafft. Das Virus verbreitete sich schneller als gedacht. Die Gerechtigkeit siegte. Waltz war sicher auf dem Weg hierher. Er wusste, dass es hier alles gab, was er zum Überleben brauchte. Wir müssen ihn finden, verstehst du? Geh vor. Nein, Junge! Hättest mich finden sollen, als du die Chance hattest. Passt es dir jetzt? Vergebene Chancen gehen meist nach hinten los. Hakun? Mein Herr. Toll. Lauern! Halt dich da aus! Deinen Clowns kannst du befehlen, mir nicht. Hakun? Stur wie immer. Du warst schon immer ein egozentrischer Arsch. Der ist doch eigentlich gestorben. Ich hab ihn zurückgelassen. Wir sollen sie töten, verdammt! Sie könnten für Waltz nützlich sein. Was soll die Scheiße? Willst du selbst ein Bolzen in den Schädel? Nein! Hilf ihm! Hey, 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 hey. Ja, toll. War ja klar, weil das einfach viel zu viele sind hier. Das sind die einen da. Kehren sie zu Lovan zurück. Hakon? Lauan, was macht deine Wunde, Täubchen? Nur ein Kratzer. Nichts gegen den Kater nach Franks Vogelkirschen-Wodka. Ich glaube immer noch, er hat die Flasche nicht von mir versteckt, um mir eine Lektion zu erteilen. Ich weiß noch. Ich weiß, wie du mir das erste Mal davon erzählt hast. Autsch! Du hast Glück, Junge. Du hast Glück, dass sie bei dir war. Sonst hätte ich dich getötet. Ich habe die Pläne gesehen, Aiden. Zum Kontrollraum geht's da lang. Waltz sucht dort bestimmt was. Ich geh ihm nach. Schaff Hakon hier raus. Bring bloß den verdammten Schlüssel zurück, Aiden. Oder wir sterben alle.
Gott, sind es viele hier. Die gerade am Essen. Oh nein. Oh, Gott sei Dank. Ist doch das Krankenhaus, wo die Experimente gemacht haben, kann das sein? Aiden, hauen wir jetzt ab, oder was? Ja. Aber, jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Aiden! Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Das sind unsere Betten. Nicht an dieses Foto erinnern. Wer hat das geschrieben? Das ist echt schön von dem Spiel, dass sie immer unserer Vergangenheit erzählen und zeigen. Aber langsam wird ja einiges klar, was bis jetzt eigentlich noch in Frage stande. Okay, von da bin ich gekommen, glaube ich. Jede Menge Notizen. Das waren wahrscheinlich von allen Kindern, die wohl hier drin irgendwie... mit denen hier experimentiert wurde. Ja, bei jedem Bett liegt eine Notiz da. Lass
ich mir, dass du nicht ohne mich wegläufst. Niemals. Ich verlasse dich nicht. Schwöre es. Das muss ich nicht. Nichts könnte uns jemals auseinanderbringen. Nichts. Aiden, komm schon. Es ist Zeit. Keine Sorge. Was zum... Oh, verdammt. Okay, das geht vorüber. Es tut weh. Ich weiß, Junge. Ich bin ja bei dir. Aiden. Alles klar. Wo ist Mia? Ich werde sie finden. Versprochen. Lauf! Was passiert mit mir? Aiden, alles in Ordnung? Naja. Ja. Klingt, als werden irgendwo Raketen abgefeuert. Aus dem Gebäude da. Ich suche immer noch nach Waltz, LeWarn. Ich finde kein Verbandszeug. Vergiss es, LeWarn! Such einen Ausgang und nix wie raus da! Aiden, wenn die Raketen hier abgefeuert werden, müssen wir sie finden. Mach ich. Aber erst muss ich Waltz finden. Gesperrt. Na, ich habe jede Menge Verbandszeug, wenn du willst. Kommst du nicht davon? Hörst du mich? Du hast es versprochen. Wüstenmaske. Ja, da habe ich auch irgendwas. Schauen wir uns mal kurz hier um. Du wirst das nicht aufhalten, 12346. Es ist vorbei. Was? 12346? Ja, ich muss einige Sachen hier noch ablegen. Ich habe gar keinen Platz hier.
Na. Ach komm schon. Sind die stärker? Nein. So. Sorry Leute, aber ich schaue mich immer gerne um. Man weiß ja nie, was man findet. Abtrünnige. Ach, ich habe keine Pfeile mehr. Oh Gott. Okay, Feuerpfeile. Jawohl. Ja, du zeigst erstmal gar nichts. Okay, dann muss ich gleich zwei Sachen ablegen. Da habe ich noch ganz alte. So, und dann schauen wir mal hier, bevor ich rübergehe und dann auf einmal zum Kampf kommt. Tue ich mich lieber vorbereiten. Fertigung. Ich brauche ganz normale Pfeile. Hier. So. Infizierte Pfeile, okay, Pfeile. Ja.
Jetzt müsste ich doch langsam mal zu Walls kommen. So groß kann doch dieses Gebiet hier gar nicht sein. Walls! Mia! Walls, halt! Haltet ihn auf. Mia! Au. Ei, Mann, ich wollte gerade Waffe wechseln. Ganz langsam. Aber ich bin ganz nah dran. Wir kommen Waltz immer näher und wir sind uns sicher, dass er Mia, unsere kleine Schwester, auf den Armen die ganze Zeit trägt, warum auch immer. Wir sehen dann in der nächsten Folge, wie die Verfolgung weitergeht. Euer Storitz.